Hallöchen. Wir können wieder loslegen, ne? Gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Odyssey im Auftrag des Königs TV. erstmal auch wieder herzlichen Dank für eure super klasse Hinweise und Einträge. Bezüglich Riley und Dylan und Pikey und neue unbekannte Gebiete zu erforschen. Also herzlichen Dank nochmal an Alan, an Taris und an In Vino Veritas. Ja, In Vino Veritas, ich glaube, du bist Österreicher. Kann das sein? Ich weiß es nicht so genau. Ich werde erstmal die Truhe knacken. Oh. Hey. Ohne aufzuschreiben. Was? Ey, noch eine Steintafel. Ja, herrlich. Steintafel der Stärke 2 und Dylan hat nichts gesehen. Ich kann ja wieder hier. Ach ja, ich habe nichts gesehen. Wie sind das denn auch hier? Schriften? Nein, das sind Artefakte. Ja, ist doch Unterschriften, ist doch logisch. Jetzt kann ich sie lesen, die Steintafel der Stärke 2. Und Stärke plus 4. Super. Klasse. Ja, dann werden wir uns mal hier noch ein bisschen umsehen. Und gucken, was hier so ist. Oh, da liegt wieder was. Was? Wieder eine Steintafel des Zweiheitkampfes. Lesen. Na, wo bist du denn? Ach da, die fällt kaum auf. Perfekt. Und was haben wir an Potenz jetzt? Ja, viel. Aber die Lernpunkte, da müssen wir noch was machen. Also, da muss Roland hier noch ein bisschen fighten und Experiences Points holen. Habe ich eigentlich hier in den Ecken schon nachgeguckt? Ah, nein. Wir nehmen noch einen Extract der Heilung. Ja, übrigens nehme ich das jetzt gerade an einem Sonntag auf. Ja, und das müssen wir nochmal eben erledigen hier. Rotbad, nein, ich mache es nicht. Warum nicht? Weil ich wissen will, was in... Da. Nee, da. In dem Tempel ist. Weil die Hinweise führen auch dazu, dass ich dort Schriften lesen kann. Erstmal so drumherum gucken. Nee, das ist Schatten. Nee, da war ich. La, 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 la. Schauen wir mal hier. Ach ja, ein paar Retten. Ein paar rettende Retten. Nein, Quatsch, Ratten. Rats. So. Ja, Mamfi. Mal gucken, was wir hier finden könnten. Okay, auf geht's. Oh, kommt dann einer um die Ecke? Na, jetzt. Also noch ein paar mehr da. Nicht dein Artgenossen aufessen. Da sitzen sie wieder. Oder stehen sie wieder. Okidoki. Rattenfleisch. Delikat, würzig. Modrig. Ja, da wollen wir uns mal gucken, was wir hier lesen können. Bult. Lesen. Verstehe. Ja, verstehst du es? Okay, hier mit Escape mal wieder wegmachen. Ja, verstehe. Verstehe. Super. Auch die nächste Geschichte. Spannende Geschichte, wenn hier nichts steht. Verstehe. Okay, was haben wir denn insgesamt? 241, 9 Punkte fehlen mir noch, um in den 5. Kreis zu gelangen. Was haben wir denn hier noch? Irgendwo in den modrigen, spinnwebigen Ecken. Stopp. Nein, da ist kein Aktionshebel. Was ist jetzt das? Nichts Besonderes. Ist zwar auch so eine Kette, aber das ist kein Auslöser für irgendwas. So, hier ist auch nichts. Okidoki, geht's wieder raus und dann gucken wir mal ein bisschen rechter Hand. Um Tempel, aber speichern lieber vorher. So, hab mich ein bisschen erfrischt noch.
kräftige Schinkensuppe getrunken, gegessen. Er trinkt die ja, als Animation trinkt er die ja. Und jetzt gucken wir nochmal, ob es hier noch irgendwo noch was zu finden ist. Oh, hier geht es aber weit runter. Nee, hier nicht. Aber da ist ja die Höhle, die ja, glaube ich, in der letzten Folge, die ich erwähnt habe. Was ist da? Ist das ein Stein oder was? Ach, hä? Eine Harpie? Wieso ist die Harpie denn plötzlich da ganz hinten? Das ist aber komisch. Ja, okay, dann machen wir kurz einen Prozess mit der Harpie. Oder, nee, ein Greif sogar. Mhm. Na los, komm an. Also, erledigt. Boah. Knallhart. Noch einer irgendwo? Nein, okay, auf zur Höhle. Da wird bestimmt auch was drin sein. Ah, da haben wir ja schon einen Wüstenstein-Golem. Ah, jetzt muss ich aufpassen, dass er mich nicht natzt. Ah. Immer. Shit, das war zu spät. Jetzt hat er mich. Ja, das wird's. Genau, richtig. Der Wüstenstein-Golem sie. Mal speichern, sicherheitshalber. So, jetzt werde ich hier ab der Stelle mich für einen Kompromiss entscheiden. Und zwar, wenn mir das hier zu weitläufig wird, so wie das aussieht, dann werde ich. Ach so, das ist wieder so eine Spinne, die ich einfach hätte nur mit meinem feinen Bogen erledigen können. Das wird mir zu weitläufig, weil dann werde ich doch Pike beauftragen. Vielleicht ist ja das hier der Weg zur Quellhöhle. Die will ich auch noch vorher machen, auf alle Fälle. Also geht's wieder zurück zu Pike. Hi Pikey Boy, bist ja gut ausgerüstet, du, meine Herren. Rotbart schickt mich. Ach. Was du nicht sagst. Und was will er? Er will wissen, ob du Raubeins Hinweis gefunden hast. Hey, woher weißt du das? Na, von wem schon? Du scheinst wohl wirklich von Rotbart zu kommen. Nur eins wundert mich. Was? Warum schickt er dich und keinen von unseren Leuten? Rotbart ist eben vorsichtig. Wenn er einen Korsaren geschickt hätte, wären die Assassinen vielleicht misstrauisch geworden. Außerdem wundert er sich, dass ein Spürhund wie du noch nichts gefunden hat. Was sagst du da? Wie hat er mich genannt? Das ist aber nur positiv gemeint. Rotbart meint, dass du ein Spürhund bist. Zumindest sagt ihm Captain Mendoza das. Tja, jetzt glaube ich dir, dass Rotbart dich geschickt hat. Das kannst du nur von ihm erfahren haben. Wie sieht es jetzt aus? Hast du Raubeins Hinweis gefunden? Ach verdammt, leider nicht. Das ist gar nicht so einfach, sag ich dir. Was ist das Problem? Nun, zum einen läuft hier jede Menge gefährliches Viehzeug herum. Wir mussten daher erstmal das Lager sichern. Und dann die Höhle selber. Sie ist nicht nur verdammt groß, sondern auch verdammt gefährlich. Jede Menge Untote lungern dort herum. Selbst wenn ich die Leute mitnehmen würde, die ich auf unserem Schiff zurückgelassen habe, wird es ganz schön gefährlich werden, da reinzugehen. Was ist dein Plan? Mein Plan? Ich habe keinen. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ich werde mir mal die Höhle ansehen. Alleine? Ja, es ist dein Leben. Wenn du aber Raubeins Hinweis finden solltest, dann komm sofort zu mir, klar? Klar. Moment. Was liest du da? Ach nee, ist ein Käse. Gut, dann werde ich wohl wahrscheinlich noch keinen Hinweis. Ich habe doch den Brief gelesen, oder nicht? Ich schau mal nach. So, Hinweis von Raubein. Bei Belia, wir sind am Ende. Nicht nur, dass uns dieser verfluchte Sturm hierher verschlagen hat, nun haben wir es auch noch mit diesen verdammten Moorleichen zu tun. Die Hälfte der Mannschaft ist bereits zu diesem Opfer gefallen. Ich verstecke hier lieber mal noch alles, was wir auf der letzten Kaperfahrt erbeutet haben. Sicher ist sicher Captain Raubein. Schauen wir noch mal noch mehr, ob es noch mehr gibt. Hinweise, alles was Raubein angeht. Es kann auch sein, dass ich wieder zurück zur Insel müsste, weil ich da ja den Schlüssel für habe. Ich glaube, das muss ich sogar machen. Moment mal, was geheim an Rotbart? Geheim an Rotbart?
Das ist das, was ich letzte Folge gelesen habe. Örtlich des, gibt es einen Tempel des alten Volkes. Das ist ja hier auf der Sybel. Ja, genau, nach Pike, ja. Das ist das. Also wird es so sein, dass Pike mir wahrscheinlich noch nicht helfen kann. Und ich wieder zurück zu dieser Lütschen Insel muss. Also zu dieser Lütschen da. Ich habe jetzt den rostigen Schlüssel bekommen. Oh, das werde ich überspringen. Ah, herrliche Aussicht. Die Sonne ist gerade untergegangen. Und wir befinden uns wieder hier. In dieser kleinen Mini-Höhle. Oh, hier ist noch Gold. Und hier ist die Truhe. Und offen geht sie. So, was haben wir denn hier? Schatzkarte Ruine in Uga. Okay, gesammelte Erfahrung. Okay. Das werden wir mal hier gleich bei Licht erstmal lesen. Okay, gesammelte Erfahrung plus 100. Da stand ja eben da. So, und dann noch eine Schatzkarte Uga. Hier ist sie. Schatzkarte Ruine in Uga. Aha. Hatten wir schon. Also das war ja ganz zu Anfang, wo wir in Uga waren, da habe ich alles durchgeguckt. Das ist, es gibt ja auch nur ein Kreuz, so ein kleines Fitzelkreuz war das. Das habe ich auf alle Fälle. Also bin ich mir zu 90% sicher. Jetzt geht's wieder zurück zu Pike, würde ich mal sagen. Ah, da sitzt er schon. Captain Pike, der erste Kommandant des Raumschiffs Enterprise. Und sonst? Ich hoffe, dass wir sehr bald von dieser Ja, okay. Der hat mir nichts. Das heißt also, ich muss doch zur Höhle rüber. Allein. Vielleicht finde ich dann wirklich, so wie er es gesagt hat, dann einen Hinweis. Gut, dann spruchten wir mal zur Höhle. Obwohl das ja hier so weitreichend ist, könnte ich auch da hinten hingehen, aber das werde ich wohl später machen. Ach ja, okay, der Bereich bis zur Höhle ist jetzt gereinigt von mir. So, oh Gott. Das geht aber tief runter, das geht so tief, das geht so tief, da geht's nicht weiter. Boah, ich bin gespannt. So, und bevor mich irgendwas... Hier kommen die Wops spät rein, okay. Was ist das? Ist das wieder so eine Spinne? Ja, die kann ich doch hier mit einem normalen Pfeil fertig machen. Oder nicht? So. Okay, du bist erledigt. Gucken wir weiter. Ja, ich sehe schon. Noch so eine Giftspinne. Und tschüss. Ein ganz schöner dumpfer Aufprall in die kleine Giftspinne dort. Was ist das? Wer bist du denn? Ein untoter Pirat. Okay. Machen wir hier erst Abstand. Dann gucken wir mal, ob er einfach... Ob er irgendwelche Hinweise hat. Aber ich glaube... Nicht zu plündern. Genau. Du sagst es, Roland. Nichts zu plündern. Hier ist ein kleiner... Jetzt geht's hier auch irgendwie hoch. Kann das sein, dass das hier irgendwo weitergeht? Na, ich werde mal hier hochgehen. Und dann schauen, ob es weitergeht hier irgendwo. Also als ich Gothic 1 gespielt habe und den, mir fällt der Name nicht ein, diesen Einsiedler getroffen habe, nachdem man so an dieser Felswand hervorklettern musste. Wie ist denn der nochmal? Hansen? Hanson? Nee. Bei irgendeiner Mod habe ich den sogar noch vertont mit meiner Sprache, mit meiner Stimme. Ja. Hier hat's wie alles im Wunderland Riesenpilze. Roland im Wunderland.
im Pilzland. Na, was ist das? Schwefel. Da hinten ist noch... Oh, da hinten ist was. Da hinten steht einer. Wahrscheinlich auch wieder so ein geistiger Geist. Erstmal gucken. Ah, wieder Schwefel. Oho. Stimmt, wieder Schwefel. Da sind mehrere Leute. Untote Piraten-Captain. Untoter Pirat. Oh, das wird schwierig. Gucken, vielleicht kommen sie ja einzeln. Dann werde ich dann, bevor ich die dann angreifen tue, angreifen tun, mal den Bogen anders bespannen. Mit einem Sprengpfeil. Und dann gucken wir mal, wann die sich auslösen. Die Untoten. Ich habe ja so einen Untoten-Spruch hier, so Todes-Untoten-Welle oder wie das heißt. Ja, Schwefel und Buddlerfleisch Dunkelpilz, meine ich. So. Hallo? Oh, kommen alle, okay. Und jetzt sind auch noch agil. Agil. Oh, oh. Die sind aber richtig böse maskiert. Mit Totenkopfschädeln. Ah, nee, das müssen wir anders regeln. So, dann versuchen wir mal den Feuerregen zu aktivieren. Genug Mana habe ich. Na, wo verstecken sie sich? Da hinten sind sie. Na, also, schnell, schnell. Na also, läuft. So ist das recht. So, habe ich noch hier irgendwas vergessen gehabt in der Ecke? Nein. Hier ist was. Und hier vielleicht noch. Diese Riesenpilze, herrlich. Hier ist was. Scharwäffel. So, habt denn einer von euch irgendeinen Hinweis dabei, außer Knochen? Altes Intermezzo auch. Aha. Das war sogar der Captain hier. Wieso hat der Captain nichts dabei gehabt? Menno. Ach, war das jetzt hier eventuell ein Schuss in den Ofen? Ah, da hinten ist eine Truhe. Das ist gut. So, nochmal ganz genau gucken hier. Du bist noch ein Schwefel. Aber wenn ich hier so Kleinigkeiten vergesse, ist das bestimmt nicht schlimm. So, Trüchen. Oh, Goldchen. Und da liegt auch nochmal Gold. So, jetzt muss ich mal wieder aufschreiben. Auf geht's. Aha, goldener Kelch. Zettel von Raubein. Zettel von Captain Raubein lag beim Schatz. 1500 Gold. Sehr schön. Perle und goldene Kelche. So, ich sollte dann sofort wieder zurück zu Pike. Ist das denn wirklich vonnöten oder geht er mit mir dann hier hin oder wie oder was? Vielleicht sollte ich mal den Zettel mal lesen. Schriften. So, ist ja der Zettel von Raubein. Quest Piratengold, ne? Verdammte Bande, ist doch tatsächlich einer von euch Halunken dahinter gekommen, wo ich meine Beute versteckt habe. Wenn ihr aber glaubt, dem alten Raubein sein gesamtes Gold abgeknüpft zu haben, dann täuscht ihr euch. Das meiste befindet sich weit weg an einem sicheren Ort. Captain Raubein. Jetzt wissen wir ja auch seit der letzten Folge oder vor... Ja, ich glaube, die letzte Folge habe ich gemacht. Welche Quest das ist? Piratengold. Gucken wir mal. Ziemlich weit unten.
So, ich habe Raubeins Gold gefunden. Ich weiß es nicht. Erstmal gucken, welche Absätze ich nicht gelesen habe. Der Korsar Klaas, das weiß ich. Ich weiß jetzt, wo Korsar Mendoza sein Hauptquartier hat. So, ich fasse es nicht. Ich hatte im Grunde genommen die Suche nach Raubeins Piratengold aufgegeben. Nun habe ich aber Rotbarts Truhe, eine Kopie von Raubeins Schatzkarte gefunden und einen Brief mit neuen Hinweisen. Der Hinweis zu dem Schatz soll irgendwo hier an der Küste von Varan zu finden sein. Mendoza will, dass Rotbart einen gewissen Pike auf die Suche schickt. Ich sollte mich daher beeilen, diesen Pike zu finden, bevor dieser mir zuvorkommt. Und jetzt der letzte Eintrag. Ich habe Raubeins Gold gefunden. Allerdings scheint dies nur ein Bruchteil von dem Schatz zu sein, den der alte Pirat versteckt hat. Aber was soll's? Immerhin hat sich's für mich gelohnt. Yep. Jetzt natürlich die große Frage, suche ich hier noch in der Höhle weiter oder was oder wieder was? Was geht denn noch hier weiter, ne? Also... Oder kann ich mich hier verlaufen? So, dann gehen wir wieder runter. Lassen uns mal ein bisschen runterfallen. So, ja. Oh, das war ja ein lustig Sprung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder lag da was? Nee, ich glaube nicht. Falls da was liegen sollte, ihr wisst Bescheid, könnt ihr einen kleinen Eintrag machen. Aber ich glaube nicht, dass da was lag. Das war ja hier dieser ulkig Erker. Hier geht es noch weiter. Von da aus werde ich gekommen sein. Und es geht ja noch weiter runter. Okay. Das ist auch eine giftige Spinne. Was liegt hier? Nee. Das ist ein Pilzkopf. Aber hier liegt was. Und tschüss. Na, geht schneller. Es wird sonniger. Da ist was. Untoter Piraten, Captain. Untoter Piraten, Captain. Bist du alleine oder sind da noch mehr? Okay. Oh, ist der gut. Na los, untoter Piraten. Ich mach den gar nicht. Doch, jetzt erwischt er was. Und zwar meine Hiebe. Irgendwo höre ich was im Hintergrund. Ach, da. Okay. Untoter Pirat. Ach, du bist weg. Ah. Nicht zu holen. Okay. Das wird dann auch wieder so eine mumifizierte Mumie sein. Ach, Alain, ich weiß. Auch danke für den Eintrag wegen Mumie. Das ist ja... Da ist nicht zu holen. Die Burgruine und keine Klosterruine, da hast du komplett recht. Da müssen wir auch später noch hin. Und für den Hinweis, wo was gemeint ist. Ein alter Turm in der Nähe von... Ja, okay. Schwupps, weg. Ah, zu nah dran. Mal gucken, ob sich hier in diesem Dunst was verbirgt. Nö. Sieht nicht so aus. Doch. Da war was. Ach so, wieder so eine Giftspinne. Okay. Sind denn hier ein paar Pilze für mich dabei? Nee. Junge, du machst das ganze Blut voll. Den Sand. Mit Blut. Aber bis jetzt werde ich erst noch mal hier ein bisschen selber gucken, was finden kann. Denn jetzt zurück zu Pike zu gehen, ist Quark. Finde ich. Aber ich werde mal was trinken. Bahnt sich etwa hier das Ende an oder geht's hier noch weiter? Nee, das geht noch weiter. Okay. Oh. Die sieht man gar nicht da. Da hinten sieht's nach Wasser aus. Das ist die Quellhöhle. Die hätte ich jetzt sozusagen... Ich glaube, dass es die Quellhöhle ist. Die hätte ich sozusagen alleine gefunden.
Aber wir wollen den Pike nicht enttäuschen, beziehungsweise ich nicht. Und deswegen, schwupps, werden wir zu Pike fetzen. Ja, doch, hier bahnt sich noch ein Gegner an. Oder mehrere, besser gesagt. Oh, und noch ein paar Leute. Okay, komm her. Du bist lahm genug. Willst du denn hin? Okay. Nicht zu plündern. Gut. Ja, man sollte auch ein paar Knochen. Der eine wollte doch Knochen haben. So, was bist du denn für ein Hexenwerk da hinten? Ein Schattenläufer-Skelett, okay. Dann will ich es mal versuchen, es konventionell zu lösen. Ich kann natürlich nicht sehen, was da oben in der Ecke ist, hier bei dem Schattenläufer-Skelett. Okay, Risiko ist alles. Risiko ist das halbe Leben. Sieht echt übel aus, das Teil. Und es blutet sogar. Nichts, okay. Was gibt's denn hier zu holen? Nichts zu holen. Nichts zu holen, richtig, Roland. Nur eine schwarze Bärle hier mehr. Alte Bärle da. Zip, jetzt ist die Mucke wieder aus. Jetzt mal hier diesen Bereich mal eben kurz untersuchen. Nein, sieht nicht danach aus. Und wenn nichts weiter passiert, auf zu Pike. Ich glaube, hier oben war ich auch noch nicht auf dieser Steinbrücke. Also nochmal eben kurz hier hoch. Oh, unsere Zeit. Die läuft ab. Ne, hier war ich noch nicht. Jedenfalls sagt mir mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis das. Hallo, nicht springen. Adwak Akawawa Marine. Mhm. Wassermarine. Marine. Marine, Wasser und Aqua Wasser. Marine, Marina, Hafen. Geht mal immer kurz hier über das Brückchen. Ach ja, okay. Dann werden wir den hier auch nochmal noch untoter machen, den Pirat. Okay. Oh, schrei doch mal. Schrei ist immer so lustig. Da ist eh nichts zu holen. Nicht zu holen. Genau. Okay, jetzt aber. Jetzt müsste die Höhle hier gut und vollständig gereinigt sein, hoffe ich doch. Auf zum nächsten Pike-Versuch. Oh, Pikey, ich hab was gefunden. Ich war in der Höhle, ja. Ich war in der Höhle. Gut, und? Hast du was gefunden? Ja oder nein? Ich sag mal ja. Ja, und ich habe Raubeins Hinweis gefunden. Ey, tatsächlich? Gib her! Vergiss es. Raubeins Schatz werde ich mir lieber selber holen. Mit dieser Antwort hast du dich verdammt unbeliebt gemacht, Freundchen. Oh, was? Was heißt das? Hä? Nein! Das war eine schreckliche Antwort, war das. Eine schreckliche. Das ist doof. Gegen die komme ich jetzt nicht an. Bin jetzt verdammt unbeliebt. So ein Mist. Was passiert, wenn ich Nein sage? So, ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich Ja sage, dann habe ich ja was gefunden. Die wollen mir das abknöpfen. Also, er ist ja ein Spürhund. Also bräuchte ich ihn ja. Dann wäre sozusagen die logische Antwort... Ich war in der Höhle. Gut. Und? Hast du was gefunden? Sorry, die logische Antwort nein. Nein, die Höhle ist einfach zu groß. Verdammt. Na gut, dann werde ich mir eben was anderes überlegen müssen. Und was? Nix. Okay, für die Folge war es das jetzt. Dann muss ich wieder zurück und mal gucken, was dahinter im Wasser sich verbirgt. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und einen Kommentar und Daumen wie immer, wenn ihr möchtet, wenn ihr mögt. Ciao.